Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns reingeklickt haben. Es war Finanzminister Wolfgang Schäuble, der 2011 in einer Rede auf dem European Banking Congress in Frankfurt am Main die entlarvende Bemerkung fallen ließ, dass Deutschland seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen ist. In der Bundesrepublik sind bis heute Zehntausende ausländische, zumeist US-amerikanische Soldaten stationiert. Und durch die Einbindung in EU, NATO oder WTO legt Deutschland elementare Hoheitsrechte in die Hände überstaatlicher Organisationen. Doch was bedeutet es für unser Land, fortwährend fremdbestimmt zu sein? Sehen Sie hierzu den folgenden Filmbeitrag, der gleichzeitig die Kampagne der NPD für Frieden, Freiheit und Souveränität vorstellt. Auch 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind in Deutschland rund 60.000 ausländische Soldaten stationiert, davon über 40.000 Angehörige der US-Armee. So haben die Vereinigten Staaten in Stuttgart nicht nur das Hauptquartier ihrer Streitkräfte für Europa, EUCOM, sondern sogar das Hauptquartier ihrer Streitkräfte für Afrika, AFRICOM, angesiedelt. Militärbasen wie der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein und selbst zivile Einrichtungen wie der Flughafen Leipzig-Halle dienen der US-Armee als Drehscheibe für ihre Truppentransporte in Kriegsgebiete. Mit ihrer aktuellen Kampagne Frieden, Freiheit, Souveränität stellt die NPD diese faktische Besatzung Deutschlands ins Zentrum ihrer Kritik und wirbt für einen echten Befreiungsschlag. Auch für den NPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pasteurs, ist klar, dass Deutschland nicht länger unter fremdem Joch stehen darf. Was ist Freiheit? Was ist Souveränität? Ohne Freiheit und Souveränität ist ein Frieden schlecht möglich. Und wir haben in Deutschland keine Freiheit und erst recht keine Souveränität. Denn das würde voraussetzen, dass die ausländischen Truppen aus Deutschland abgezogen werden. Dass aus Deutschland die Kernwaffen abgezogen werden, die nach wie vor hier in unserem Land unter amerikanischer Hoheit liegen und von hier aus auch eingesetzt werden könnten. Liebe Zuschauer, die Kampagne Freiheit, Souveränität ist aus aktuellem Anlass gewählt, weil es 70 Jahre nach Kriegsende an der Zeit ist, dass unsere Nation, dass Deutschland souverän endlich selbst bestimmen kann, was es will, welchen Weg es einschlagen will und welchen Weg wir nicht einschlagen wollen. Doch auch durch die Einbindung in internationale Organisationen wie die NATO, die EU oder die WTO hat sich Deutschland unter Fremdherrschaft begeben. 60-80% unserer Gesetze werden heute von der Europäischen Union diktiert und wenn es nach den Drahtziehern in Brüssel geht, soll der Zahlmeister Deutschland schon bald komplett in einem EU-Superstaat aufgehen. Durch die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation hat die Bundesrepublik letztendlich auch ihre wirtschaftliche Souveränität eingebüßt, da sie verpflichtet ist, die nationalen Gesetze den Verpflichtungen aus den Welthandelsverträgen anzupassen. Auch deshalb ist es notwendig, die Frage von Frieden, Freiheit und Souveränität ganz nach oben auf die politische Agenda zu setzen. Für diesen klaren Kurs setzt sich der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz nachdrücklich ein. Je mehr Jahre seit Ende des Zweiten Weltkrieges ins Land gehen, desto unfreier werden wir und desto undemokratischer wird das politische System, in dem wir leben. Nicht zuletzt die vielen Geheimdienstaffären der letzten Monate und Jahre haben gezeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland eben nicht vollständig souverän ist, sondern getrost als Anhängsel der USA, ihrer NATO und der EU betrachtet werden kann. Für einen Volksvertreter, der sein Mandat ernst nimmt, muss die Freiheit des eigenen Volkes aber immer an erster Stelle stehen. Und darum hat die NPD Anfang Mai ihre neue Kampagne für Frieden, Freiheit und Souveränität gestartet, die mir ein ganz besonders wichtiges Anliegen ist. Auch für diese Kampagne haben wir wieder etliche Werbe- und Aufklärungsmittel im Angebot. Faltblätter, Transparente, Aufkleber und vieles mehr. Helft mit, reiht euch ein, unterstützt die Kampagne aktiv, um dieses Thema auch weiterhin in die Öffentlichkeit zu tragen. Frieden, Freiheit und Souveränität sind nur dann möglich, wenn deutsche Politiker endlich wieder die Interessen des eigenen Landes vertreten.
Daher fordert die NPD: Raus aus dem Euro und raus aus der EU. Wir Deutschen müssen endlich wieder Herr im eigenen Haus sein. Raus aus der NATO. Keine deutschen Truppen im Ausland, keine fremden Truppen im Inland. Schluss mit der wirtschaftlichen Fremdbestimmung durch WTO-Verträge oder Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA. Aufkleber und Faltblätter zur aktuellen Kampagne der Nationaldemokraten sind über den NPD-Materialdienst in Berlin zu beziehen. Gerade jetzt, wo Deutschland von seinen Politikern in einen Konflikt mit Russland getrieben werden soll, ist es notwendig, klare Alternativen zur US- und EU-Fremdbestimmung aufzuzeigen. Jeder kann mithelfen, die Vision eines freien und souveränen Deutschlands ins Land hinauszutragen. Deutschland wird nicht als Vasall, sondern nur als gleichberechtigter und souveräner Staat in einer Weltordnung der freien Völker eine Zukunft haben. Die STV hat sich diesen Grundsätzen verpflichtet und wird diesem Anliegen auch weiterhin Gehör verschaffen. Sie können uns dabei unterstützen, entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende auf das im Abspann eingeblendete Konto. Wir sehen uns schon recht bald wieder mit einer neuen Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute.